Piggledy wollte wissen, was ein Brief ist. Piggledy wollte wissen, was ein Brief ist. Wollen, will, wollte, hat, gewollt. Do want, do wish. Wollen. Frederik, fragte Piggledy seinen großen Bruder. Frederik, was ist ein Brief? Nichts leichter als das, antwortete Frederik. Komm mit. Come mit. Come with me. Mitkommen, kommt. Come mit, ist mitgekommen. To come with, to come along. Piggledy folgte Frederik. Es war ein schöner Tag und beide waren richtig gut drauf. Es war ein schöner Tag und beide waren richtig gut drauf. Gut drauf sein. To be in a good mood. Ich bin gut drauf. Ein Brief, sagte Frederik. Ein Brief hat viele Vorteile. Was für Teile? Fragte Piggledy. Vorteile heißt, erklärte Frederik. Vorteile heißt, erklärte Frederik. Erklären, erklärt, erklärte, hat erklärt. To explain, erklären. Wenn du sozusagen einen Brief geschrieben. Wenn du sozusagen einen Brief geschrieben. Sozusagen, so to say, as it were. Sozusagen. Ihn frankiert und in den Kasten geworfen hast. Ihn frankiert und in den Kasten geworfen hast. In den Kasten werfen. To drop a letter into mailbox. In den Kasten werfen. Und der Postbote hat ihn da rausgeholt und sortiert. Und der Postbote hat ihn da rausgeholt und sortiert. Und mit der Bahn oder dem Flugzeug weggeschickt und der andere Postbote hat ihn wieder sortiert. Und der andere Postbote hat ihn wieder sortiert. Sortieren, sortiert, sortierte, hat sortiert. To sort something. Und sich ins Auto oder aufs Fahrrad gesetzt und ihn dahin gebracht, wo er hin soll. Kannst du das auch mit weniger Teilen sagen? Bat Piggledy. Kannst du das auch mit weniger Teilen sagen? Bat Piggledy. Bitten, bittet, bat, hat gebeten. To ask. Vorteile heißt, sagte Frederik, wenn du einen Brief an Tante Anna geschrieben hast, bringt ihn der Postbote hin. Bringt ihn der Postbote hin. Hinbringen, bringt hin, brachte hin, hat hingebracht. To bring, to take there. Ich hab aber keine Tante Anna, sagte Piggledy. Dann einen Liebesbrief beispielsweise, sagte Frederik. Oh, dann einen Liebesbrief beispielsweise, sagte Frederik. Ach so, sagte Piggledy. Das sind die Briefe, die immer mit mein lieber Piggledy anfangen. Das sind die Briefe, die immer mit mein lieber Piggledy anfangen. Anfangen, fängt an, fing an, hat angefangen. To begin, to start, to launch out, to get started. Anfangen. Oder, sagte Frederik, mit
mein allerliebstes Ferkelchen oder, wenn Sie sich nicht mehr mögen, mit sehr geehrter Herr. Oder, wenn Sie sich nicht mehr mögen, mit sehr geehrter Herr. Mein allerliebster Frederik, sagte Piggledy, ich hab dich sehr lieb, dein Piggledy. Ich hab dich sehr lieb, dein Piggledy. Lieb haben, to be fond of somebody or to love. Lieb haben. Mein liebstes Ferkelchen, sagte Frederik, ich hab dich auch sehr lieb und möchte am liebsten dein Ohr anknabbern, dein Frederik. Und möchte am liebsten dein Ohr anknabbern, dein Frederik. Anknabbern, knabbert an, knabberte an, hat angeknabbert. Piggledy sah Frederik an. Piggledy sah Frederik an. Ansehen, sieht an, sah an, hat angesehen. Sehr geehrter Herr Frederik, sagte er, lassen Sie das sofort nach, sonst hau ich Ihnen eins auf die empfindliche Nase. Sonst hau ich Ihnen eins auf die empfindliche Nase. Hauen. Haut, haute, hat gehauen. Hochachtungsvoll, Ihr Piggledy! Siehst du, sagte Frederik, wie gut Briefe sind. Da kriegt man wenigstens nicht gleich eins auf die Nase. Da kriegt man wenigstens nicht gleich eins auf die Nase. Eins auf die Nase kriegen. To get a bunch on the nose. Und Piggledy ging mit Frederik nach Hause.